Hallo Leute und willkommen zu meinem Period-Vlog vom Monat Dezember. Und ich habe es mal geschafft, direkt am ersten Tag gleich was aufzunehmen und alles live mit aufzuzeichnen. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tage oder zumindest während meiner Periode noch hinkriege, noch mehr zu drehen. Ist gerade nicht so einfach mit Uni und teilweise noch Arbeiten und Chor und Hobbys und Freizeit und Freunde treffen und alles. Also muss ich alles irgendwie unter einen Hut kriegen und im ersten Semester, ja, nicht ganz so einfach. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich möchte eigentlich darüber reden, was los war. Also, gestern war der 4.12. und ich war relativ lang noch wach, so bis 1, halb 2 vielleicht. Und um 12:30 habe ich schon gemerkt, dass ich meine Tage bekommen habe, weil ich eben auf Klo war und es leicht rosa war, das Papier nach dem Abwischen. Und es hat wirklich noch überhaupt nicht stark angefangen, aber es war auf jeden Fall da. Das heißt, mein offizieller Anfang ist der 5.11., weil es ja im Prinzip schon der nächste Tag war. Und ich habe den ganzen 4. schon gemerkt, dass es auf jeden Fall jetzt langsam losgeht, weil ich einfach die ganze Zeit so ein Ziehen im Bauchraum hatte und ja, das war mir auf jeden Fall bewusst. Ich habe versucht, diesen Monat eine Woche vorher mit Magnesium wieder anzufangen. Das Problem war nur, dass nach den ersten 2 oder 3 Tagen das Magnesium leer war und wir es zwar nachbestellt haben, aber das erst gestern, glaube ich, ankam. Das heißt, ich konnte nicht die ganze Woche Magnesium nehmen. Ich habe es, glaube ich, an 2 Tagen nicht genommen, aber bis jetzt hat es noch keine Auswirkungen. Also ich habe noch keine großartigen Schmerzen gehabt oder so. Heute früh habe ich das so gemacht, obwohl heute eigentlich so mein freier Tag ist, bin ich in die Uni gefahren, weil ich ein paar formelle Sachen regeln musste. Ich habe an einer Studie teilgenommen, musste mit dem Praktikumsamt ein paar Sachen klären, habe mich dann auch noch mit einer Freundin getroffen, war dann in der Stadt, habe noch Besorgungen erledigt und so weiter. Ich kann euch mal hier einen kurzen Filmclip einblenden von den Sachen, die ich eingekauft habe, weil ich nämlich da auch so eine Art Real-Life-Haul draus gemacht habe. Und genau, das war mein Tag heute und weil ich wusste, wie der läuft, habe ich heute früh meine Tasse reingetan und ein Pad, das von Novel Red mit dem Crushed Velvet vorne reingemacht. Und ich habe die Tasse heute um 20.30 Uhr ungefähr geleert und heute früh habe ich sie um 8 Uhr ungefähr reingetan. Also ich hatte sie 12 Stunden drin. Ein bisschen länger vielleicht, sind jetzt nicht die 100%ig genauen Uhrzeiten, aber die war auf jeden Fall übervoll und ich habe das auch irgendwann gemerkt, dass sie richtig voll war und trotzdem ist relativ wenig daneben gegangen. Also ich merke das immer wieder, dass es dann so ein bisschen gluckert, dass wirklich mehr als in die Tasse reinpasst drinnen ist. Und ich habe auch dieses Mal wieder das Phänomen gehabt, dass an den Luftlöchern halt einfach so ein bisschen innen braun ist, also das Blut ist ein bisschen, ich weiß nicht, nennt man das oxidiert oder so, wenn Luft dazu kommt. Und genau, das ist mir wieder aufgefallen. Und ansonsten, ja genau, das wollte ich noch erzählen. Ich finde immer, zumindest am ersten Tag, wenn ich die Tasse reintue, dann fühlt sich das immer so an, als hätte ich Muskelkater. Also ich spüre wirklich die Tasse. Ich weiß nicht, ob es an der Tasse liegt, ob es an mir liegt, ob es an irgendwas anderem liegt, ob es an meinem Gehirn liegt, aber ja, jetzt fühlt sich einfach immer so an wie Muskelkater und wenn ich sie raustue, dann braucht es immer wieder erst eine Zeit, bis dieses Gefühl weggeht. Und deswegen finde ich das auch so angenehm, wenn man nach Hause kommt und die Tasse raustun kann. Und das ist einfach das beste Gefühl. Deswegen benutze ich sie auch irgendwie so ungern. Ich habe jetzt immer noch das Novel Red Pad drin, weil da einfach nicht viel drauf war. Und ja, für die Nacht wechsle ich dann wieder. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Plan, was ich als nächstes mache. Aber so weit, so gut. Ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel rumreden, weil das Video wird einfach sonst immer nur länger und länger. Ich zeige euch jetzt noch mein Gesicht. Es ist nicht so schlimm wie letzten Monat, aber jetzt auch nicht in der besten Verfassung. Und alles Weitere erzähle ich dann im Verlauf. Also, ich habe schon wieder so ein paar richtige Pickel, sage ich mal. Und halt dann einfach so an sich unreine Haut, würde ich sagen. Aber jetzt nichts Großartiges, Schlimmes. Und natürlich, weil ich hier so krass angestrahlt wird, sieht man das natürlich auch viel mehr, wie wenn man es im normalen Tageslicht sehen würde. Und trockene Lippen habe ich auch. Dann bis zu meinem nächsten Check-in-Point.
Eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe heute eine riesengroße Lieferung Flux-Unterwäsche bekommen. Nicht alles gehört mir, aber ich habe ein paar neue Styles zum Ausprobieren. Die sind gerade in der Wäsche. Also ich hoffe, dass sie bis morgen Nachmittag trocken sind, damit ich die ausprobieren kann. Aber das wird auf jeden Fall eine gute Sache. Willkommen zum Tag 2 meiner Periode. Heute ist der 6.12. und ich hoffe, das Licht ist jetzt nicht allzu irritierend. Ich hatte jetzt keine Lust, meine Softboxen aufzustellen, weil ich weiß, wenn ich immer mit dem Anspruch an meine Videos rangehe, dann werde ich jetzt nie schaffen, jeden Tag kurz zu filmen. Und deswegen, sorry, aber ihr müsst euch jetzt kurz mit diesen Lichtverhältnissen begnügen. Ich habe auch relativ wenig zu erzählen, aber vielleicht ist was Spannendes dabei. Ich hatte von 12 bis 18 Uhr Uni, ohne Pause, beziehungsweise ich habe zwischen den Vorlesungen immer eine halbe Stunde, aber ansonsten halt keine längere Pause. Gestern Nacht habe ich von Halo Creations ein 16-Inch-Pad angehabt. Das hat gut durchgehalten. Allerdings war es schon ziemlich voll in der Mitte, weil ich habe wenig verteilt geblutet sozusagen. Das heißt, die Stelle war schon wirklich sehr voll und ich hatte auch eher so ein bisschen Klumpen und deswegen ist es halt nicht alles eingesogen worden sozusagen, aber es ist nichts daneben gegangen. In der Früh, ich benutze normalerweise ja die Lunette, um die in der Uni anzuhaben, weil ich mich mit der halt sicher fühle. Allerdings habe ich die heute früh auf die Schnelle nicht gefunden. Dann habe ich die Merula nochmal probiert. Die wollte ich sowieso nochmal versuchen, weil es letztes Mal nicht so gut geklappt hat. Und ich dachte, ich gebe der auf jeden Fall noch eine Chance. Also ich habe sie noch nicht komplett aufgegeben, sondern ich hatte einfach keine Geduld mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Und heute früh hatte ich, sage ich mal, relativ viel Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, im Gegensatz zu den sonstigen morgendlichen Situationen. Und genau, ich habe die nicht richtig reinbekommen. Also wenn ich sie reintue, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dann bleibt die immer flach und ich kriege den Ring nicht auf. Und dann habe ich es wieder einmal raus, nochmal rein und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich lasse es jetzt einfach so drin, wie es ist. Vielleicht rückt sie sich von selber noch an die richtige Stelle und hatte einfach ein Heavy Pad an und bin in die Uni. Und dann bin ich leider zu spät gekommen, weil mein Zug Verspätung hatte und ich sowieso einen knappen Zug genommen habe und hatte dann quasi 1,5 Stunden keine Zeit zu kontrollieren, ob die Tasse gut sitzt. Aber als ich dann aufgestanden bin nach dem Seminar, habe ich schon gemerkt, okay, die Tasse ist auf jeden Fall nicht dicht. Bin dann direkt auf Klo gegangen und voilà, ich hatte in meinem Pad auf jeden Fall so viel Blut drin, was halt eindeutig dafür war, dass die nicht dicht war. Und auch am Papier hatte ich Blut. Also habe ich dann in der Uni, im Uniklo versucht, meine Tasse nochmal zu korrigieren. Habe ich nicht hinbekommen. Ich habe es also nochmal ganz raus und nochmal rein. Und ich habe sie auch gerade da. Ich habe dann den Punchdown-Fold verwendet, weil zu Hause habe ich es versucht mit dem Punchdown-Fold, hat nicht so richtig gut funktioniert. Dann habe ich versucht, dieses S zu machen, weil ich dachte, wenn halt ich die Tasse so nicht aufbekomme, dann ist es vielleicht deswegen, weil eben das von innen nicht so gut aufgeht. Also versteht ihr, was ich meine? Der Ring geht vielleicht nicht gut auf, weil er so weit unten ist. Und wenn der quasi schon auf einer Höhe ist, dann geht der Ring vielleicht besser auf, so. So, und dann muss es einfach nur so auf und nicht irgendwie von unten hoch. Keine Ahnung. Ich habe einfach verschiedene Sachen ausprobiert, hat aber ja zu Hause nicht funktioniert. Und dann habe ich es in der Uni nochmal den Punchdown-Fold genommen. Und normalerweise führe ich sie so ein, also zum Rücken hin sozusagen. Und jetzt habe ich sie mal seitlich genommen. Und es hat sich nicht so richtig angefühlt. Aber ich dachte mir, ist mir jetzt egal. Ich lasse sie jetzt so drin, bevor ich da wieder 2 Stunden lang rumpupel. Und ich hatte richtig blutige Hände. Und ich habe es mit Klopapier nicht mehr runtergekriegt, weil es schon ein bisschen angetrocknet war. Und ich habe meine Tasche draußen stehen lassen, weil die Klokabinen immer so eng sind. Das heißt, ich hatte auch kein Wasser dabei. Und habe gehofft, dass wirklich keiner mehr da ist, weil es war erst voll die lange Schlange. Und habe dann ein bisschen gelauscht und gehofft, dass keiner mehr da ist. Da war doch noch eine da, aber ich habe meine Hand so unten ein bisschen nebendran hängen lassen und habe die dann gut gewaschen. Aber ja, war eine besondere Situation auf jeden Fall. Naja, jedenfalls habe ich da mein Pad nicht gewechselt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel in den nächsten Stunden daneben gegangen ist, ob was daneben gegangen ist, weil ich halt kurz vor 18 Uhr bin ich nochmal auf Klo gegangen und habe mein Pad dann gewechselt. Und
Seitdem habe ich nur einen ganz leichten Fleck drauf gehabt. Das heißt, ich vermute, die Tasse war tatsächlich dicht. Und nur das Restblut von außen ist halt noch aufs Pad gekommen, weil ich nämlich jetzt dann meine Tasse gerade vor ein paar Minuten rausgetan habe und die war wirklich halb voll. Also ich glaube, ich habe zum ersten Mal relativ erfolgreich oder zum zweiten Mal erfolgreich die Tasse reinbekommen. Aber ich muss sagen, am Anfang war es ein richtig unangenehmes Gefühl. Unangenehmer wie bei den anderen Tassen. Aber im Laufe des Tages war es immer noch unangenehm. Ich habe ja gestern schon beschrieben, dass es sich ein bisschen wie Muskelkater anfühlt. Aber es war weniger stark als bei der anderen Tasse, die ich hatte, die Lunette. Von daher weiß ich jetzt nicht genau. Ich bin nicht ganz überzeugt. Aber ich habe es zumindest mal hinbekommen, sie reinzukriegen. Und es könnte jetzt ein bisschen zu viel Information sein, aber die Tasse habe ich rausgekriegt. Und zwar ohne, dass ich irgendwas verschüttet hätte. Und das war total interessant, weil die Flüssigkeit da drinnen ganz anders aussah, wie ich es normalerweise von Tassen kenne. Also bei mir war das so, das war wirklich so ein Stück rot und obendrauf war eine durchsichtige Schicht. Und als ich es rausgekippt habe, war das wirklich so ein kompletter Schleim. Ich weiß ja, dass nicht nur Blut, sondern auch von der Schleimhaut Reste sozusagen abgestoßen werden. Das ist jetzt eine richtig ungenaue Beschreibung, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das heißt, es ist normal, aber ich fand das total spannend, das zu sehen. Und ja, es hat absolut nach nichts gerochen, aber war auf jeden Fall interessant, weil ich glaube irgendwie, das lag halt daran, dass ich nicht irgendwie hin und her gewackelt hatte und es sind ja auch keine Luftlöcher drin, das heißt, es war auch kein brauner Rand oder so dran und vielleicht ist das Silikon auch so anders, dass ich vielleicht, also ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall spannend, wollte ich euch mitteilen und genau, das war das. Ich fühle immer noch diesen Art Muskelkater. Das heißt, das ist bei dem Cup auch nicht anders. Und jetzt für die Nacht werde ich... Ich habe gestern eine neue Ladung Flux bekommen. Und die habe ich gestern noch zum Waschen gegeben und heute auf die Heizung gehängt. Und ich werde heute die High-Waist Flux anziehen. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber die hat hier so ein durchsichtiges Material an der Seite. Und ich habe nämlich gemerkt, dass ich, wenn ich meine Periode habe, total ungern irgendwas anhabe, was halt am Bauch endet. Also zum Beispiel habe ich so Schlafhosen mit einem Gummizug oben und die enden direkt auf dem Bauch und das finde ich mega unangenehm. Deswegen habe ich mir überlegt, ist eigentlich so eine High-Waist gar nicht so schlecht, weil die ja über dem Bauch endet und man keinen blöden Gummizug da hat. Allerdings werde ich für die erste Nacht heute, denke ich, noch eine normale Unterhose mit Pad drüber ziehen, wie ich es das letzte Mal gemacht habe, um auch wirklich sicher zu gehen, dass nichts schief läuft. Und da bin ich schon mal gespannt, wie die durchhält und wie sich das anfühlt, weil ich habe bis jetzt noch nie High-Waist-Unterhosen gehabt. Das heißt, es wird ein spannendes Experiment. So, ich glaube, ich habe doch mehr geredet, als ich eigentlich dachte. Mein Gesicht zeige ich euch nicht, sieht nicht viel anders aus wie gestern. Die Salzseife habe ich auch noch nicht verwendet, sollte ich vielleicht machen. Magnesium habe ich auch noch nicht genommen, sollte ich vielleicht auch noch machen. Aber ja, noch ein bisschen was zu tun, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen später, fast 12. Ich muss jetzt langsam ins Bett, damit ich morgen wieder fit bin. Morgen muss ich arbeiten und übermorgen auch. Habe ich richtig gut getimt für meine Periode. Ja, ich glaube, da ist wieder Cup und Periodenunterwäsche, ob jetzt Flux oder VUCA, ist egal, aber das ist dann angesagt. Ja, aber da bekommt ihr nochmal ein Update. Ich weiß nicht, ob ich es am Freitag und Samstag schaffe, weil wie gesagt, ich arbeite und zwar von 16 bis 12 Uhr oder so, also 24 Uhr, weil ein großes Event ansteht und es kann lange dauern und dann bezweifle ich, dass ich mich danach noch vor die Kamera setze, aber spätestens am Sonntag bekommt ihr dann ein Update. Also bis dann. Hallo Leute und willkommen zu der Zusammenfassung meiner letzten Tage der Periode im Dezember. Und ich habe gerade meine Haare gewaschen und einen Duschvlog gefilmt, also verzeiht meine interessante Frisur. Ja, also das ist der Grund und es legitimiert gerade, warum ich das anhabe, wenn ich gerade die Kamera stehen habe. Deswegen passt es gerade ganz gut, dass ich das jetzt filmen kann. Also ich habe ja, soweit ich weiß, am Donnerstagabend aufgehört und habe ja schon vorausgesagt, dass ich Freitag und Samstag wahrscheinlich nicht filmen werde, weil ich halt lange arbeiten muss. Und genau das habe ich auch nicht geschafft.
Am Freitag war ich für eine Veranstaltung in der Uni. Ich hätte eigentlich noch eine zweite gehabt, aber die ist ausgefallen. Und so war ich dann eben von 10 bis 12 dort. Und ich war schon eine Stunde früher dort, weil es sonst mit den Zugfahrtzeiten nicht so gut passt. Und habe dann die Lunette mit dazu reingetan. Das lief wirklich super, ohne Probleme. Ich habe einfach nur einmal rein, überprüft, ob sie offen ist und fertig. Und dann bin ich eben so gegen 1:30 nach Hause gekommen. Da hatte ich dann einfach noch ein bisschen Überbrückungszeit, bis ich arbeiten musste. Habe einfach ein bisschen entspannt und nichts Besonderes gemacht. Und vor der Arbeit habe ich dann wieder den Cup gewechselt. Also ich habe dann wieder die Lunette einfach raus und ausgewaschen und wieder reingetan. Und habe dann eine VUCA als Backup angezogen, weil auf die Flux halt schon ein bisschen was draufgekommen ist und deswegen wollte ich da einfach was Frisches anziehen. Dann habe ich noch einen Detail vergessen. Ich habe ja in der Nacht vorher die High Waist angezogen und da ist es mir auch wieder passiert. Ich hatte ja noch ein Pad als Backup an, das mir auch wieder ein kleines bisschen aufs Pad draufgegangen ist, weil das wieder durch die Naht am Rand geblutet hat. Aber es war noch alles im Rahmen, also nicht ganz so tragisch. Nur ich muss sagen, also die High Waist, die schmeichelt meiner Körperform sowas von überhaupt gar nicht. Also von der Passform oder von dem Sitz her ist es die absolut furchtbarste. Aber ich hatte ja die deswegen gekauft, weil ich es einfach nicht mag, wenn was mitten auf meinen Bauch drückt. Und das Problem war auf jeden Fall nicht da. Also vom praktischen Nutzen her war sie in Ordnung, aber so vom optischen absolut ist No-Go. Ja, okay, aber dann weiter zum Freitag nach der Arbeit. Ich hatte erst um 12:30 Schluss und bin dann noch nach Hause und konnte dann ewig nicht einschlafen, beziehungsweise ich habe mich halt dann auch weiter beschäftigt und war, glaube ich, noch bis 4 Uhr wach. Da habe ich die ganze Zeit noch die Tasse drin gelassen und die war aber auch gar nicht richtig voll, sondern viertel halb voll, weil ich die ja am Tag schon mal gewechselt hatte und ja, es war ja dann auch schon mein dritter Tag. In der Nacht habe ich dann einfach die VUCA angelassen, die ich davor anhatte. Habe halt die Tasse raus, weil die einfach nicht wirklich voll war. Und dann habe ich im Prinzip fast durchgeschlafen, bis ich wieder zu arbeiten musste, weil ich am Tag vorher ja so lange wach geblieben bin. Und da habe ich dann auch einfach eine neue VUCA angezogen und wieder die Lunette reingetan, weil meine Flux, die habe ich dann alle schon benutzt eigentlich, bis auf die mit den Clips. Aber die wollte ich da gerade einfach nicht testen. Und da war ich dann auch wieder so bis 12 ungefähr auf Arbeit, also 24 Uhr. Bin dann nach Hause und habe dann den Cup rausgetan, der war auch nur so viertel voll und habe dann wieder die VUCA angelassen. Und dann sind wir auch bei heute, bei Sonntag. Ich habe dann die VUCA eigentlich getragen, bis ich gerade vor ein paar Stunden geduscht habe und jetzt habe ich die Flux an, die mit den Clips und ich muss auf jeden Fall sagen, die in L passt mir definitiv besser. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Idee ist, mit denen zu schlafen, weil wenn man auf der Seite liegt, drücken halt die Clips schon ein bisschen in die Hüfte, aber ich werde es jetzt einfach diese Nacht nochmal ausprobieren und schauen und morgen weiß ich noch nicht, ob ich da ein Pad oder nochmal eine Unterhose anziehe. Ich hätte jetzt noch eine übrig und das überlege ich mir dann aber noch. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Also ich muss sagen, es war relativ erfolgreich, ohne große Vorkommnisse und Umstände. Und da bin ich auch ganz froh drum. Es muss nicht jeder Monat eine tolle Geschichte rauskommen. Aber genau, ich hatte die Chance, die Flux zu testen und ja, einfach kurze Zusammenfassung. Die Boyshort finde ich am bequemsten, die mit den Clips finde ich am praktischsten und die Highwaist finde ich am wenigsten ästhetisch schön, würde ich sagen. Also das sind so meine drei Punkte, würde ich sagen. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich einen Gutscheincode für Flux habe. The Fancy One, so wie mein Kanal heißt. Unten in der Infobox ist auch noch mein Link. Da könnt ihr auch draufklicken. Dann ist da sofort eingetragen der Code und bekommt automatisch die Prozente. Und ich bekomme halt eine kleine Provision dafür. Und falls ihr da kaufen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Link benutzen. Müsst ihr aber natürlich überhaupt nicht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu nervig, wenn ich das immer sage, wenn ich die Flux erwähne. Aber ich finde, das ist halt auch ein cooles Angebot von denen. Deswegen, ja. So, dann zeige ich euch noch ganz kurz mein Gesicht und dann sind wir auch durch. Also ich habe, glaube ich, zweimal die Salzseife verwendet und jetzt habe ich ja gerade geduscht. Und ja, ich habe diesen Monat schon einige
Größere Pickel und ansonsten halt so die üblichen kleinen Sachen. Und ich versuche euch mal ein bisschen was von meinem Ausschnitt zu zeigen. Also da habe ich diesen Monat auch ziemlich viele Pickelchen und sowas. Okay, so, ich habe zwar gestern schon die Abmoderation gedreht, aber ich habe doch noch mal ein kleines Detail für den letzten Tag meiner Periode. Und zwar habe ich heute die Flux, die man so zusammenklippen kann, in die Uni angezogen und habe dann auch die andere, die man eben wechseln kann, dann in der Tasche mitgenommen. Und tatsächlich hätte ich so von 8 bis 8 in der Uni sein müssen und so in der Hälfte, ziemlich genau in der Hälfte, also nach 6 Stunden, habe ich die dann tatsächlich gewechselt und ich muss sagen, das ist so easy. Also ich habe meinen Rucksack einfach mit in die Klokabine genommen, habe die Tasche rausgetan und gewechselt. Und was ich auch ganz cool finde ist, wenn man die Clips auseinander tut, dann kann man sie einmal um die Unterhose rumwickeln und mit dem anderen auf der anderen Seite zusammenklippen und dann hat man so ein kleines Bündelchen. Und genau, also ist wirklich total praktisch, wenn man auf öffentlichen Toiletten seine Unterhose wechseln will. Ich habe heute keine Tasse mehr gebraucht, weil einfach die beiden Unterhosen komplett ausgereicht haben. Und genau, das wollte ich euch einfach nur noch mal kurz sagen, dass ich das eigentlich ganz cool fand. Und noch eine Sache. Zu Hause hatte ich die auch schon an und da hatte ich eher so eine lockere Hose. Ich trage zu Hause so über Tag eigentlich meistens so Pyjama-Shorts, also oder halt so Shorts aus leichtem Stoff. Und diese Unterhose ist mir ständig an eine unangenehme Stelle gerutscht, wie es eigentlich eher mit anderen Unterhosen üblich ist. Und ja, in der Uni hatte ich das Problem nicht. Da hatte ich einfach eine Jeans an, also eine enger sitzendere Hose. Und da hat es super gepasst, aber zu Hause war das wirklich, die ganze Zeit musste ich mein Höschen richten, weil das einfach richtig unangenehm war. Auch noch eine wichtige Info. Ich habe auch noch mal richtig das Pickelgesicht gekriegt. Also ich weiß nicht, was mit meiner Haut los ist. Aber und vor allem dieser Oschi hier ist noch mal richtig schlimm geworden. Gut, jetzt bin ich aber fertig. Und hier die Abmoderation. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende des Videos und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat und dann sagt mir bitte wieso nicht, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Und wie immer sind hier an der Seite zwei alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Schaut auch gerne in meiner Facebook-Gruppe vorbei oder folgt mir auf Instagram und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist und tschüss!